Liebe Parteifreunde, im Namen des Landesvorstands darf ich Sie ganz herzlich zu diesem Landesparteitag begrüßen. Die AfD hatte ein gutes Jahr. Der Hessische Landesverband erzielte bei den Wahlen zum Europäischen Parlament mit sagenhaften 9,1% das beste Wahlergebnis aller westlichen Bundesländer und das zweitbeste Wahlergebnis im Bund, sowie Sachsen. Es gelang uns auch der Einzug in drei Landesparlamente, in Sachsen, in Thüringen und in Brandenburg. Und das immer mit Ergebnissen, die deutlich über unseren Erwartungen lagen. Der Hessische Landesverband war daran nicht unbeteiligt. Wir haben 9000 Plakate aus hessischen Ständen nach Thüringen transportiert, beim Aufhängen dieser Plakate geholfen, Flugblätter verteilt und an Informationsständen gewirkt. Auch im Namen von Björn Höcke, der heute leider nicht hier sein kann, er ist jetzt Fraktionsvorsitzender im thüringischen Landtag, möchte ich allen danken, die zu diesem großartigen Erfolg beigetragen haben. Wir haben auch sonst einiges getan. Zum Beispiel dafür gesorgt, dass sich die AfD thematisch breit aufstellt und nicht nur in der Frage der Euro-Rettungspolitik eine Alternative zu der angeblich alternativlosen Politik der Allparteienkoalition unter Angela Merkel zu bieten hat. Dazu wurden in Hessen 21 Landesarbeitskreise ins Leben gerufen und dort haben in intensiver Arbeit mehr als 250 Mitglieder des Hessischen Landesverbands ausgezeichnete Programmentwürfe formuliert, die wir schon in der ersten Hälfte des nächsten Jahres auf einem Programmparteitag abschließend beraten und beschließen wollen. Allen, die an diesem Landesarbeitskreis mitgewirkt haben, sei an dieser Stelle ebenfalls herzlich gedankt. In vielen Kreisverbänden wurden inzwischen Ortsverbände gegründet. Ein wichtiger Schritt zur Vorbereitung der Kommunalwahl 2016. Auch die notwendige Professionalisierung unserer Arbeit ist ein gutes Stück vorangekommen. Eine Geschäftsstelle in Frankfurt-Sachsenhausen wurde angemietet und eingerichtet und von Januar 2015 an soll dort ein hauptamtlicher Landesgeschäftsführer den Vorstand bei den vielfältigen administrativen Aufgaben entlasten. Das ist dringend notwendig, damit wir uns noch stärker auf die politische Arbeit konzentrieren können, zum Beispiel auf Kampagnen wie die von uns vorbereitete gegen das Erneuerbare Energiegesetz und gegen die flächendeckende Verschandelung unserer Landschaft durch monströse Windmühlen. Der amtierende Landesvorstand hatte keinen leichten Start. Negative Presseberichte über interne Konflikte waren im Dezember und Januar noch an der Tagesordnung. Das haben wir sehr schnell und sehr erfolgreich eingedämmt, aber es wäre illusorisch zu glauben, die Konflikte seien deshalb aus der Welt. Adi Riegel, dem ich an dieser Stelle für seine einleitenden Worte herzlich danke, schrieb zum Beispiel in einer E-Mail am 8. Februar, die an Herrn Lucke und mich adressiert war, dass im hessischen Facebook-Forum, jetzt zitiere ich Adi Riegel wörtlich, unentwegt Personen, insbesondere auch Amtsträger der AfD, diffamiert und persönlich angegriffen werden. Diese Plattform wird zeitweise nur noch für Lügen und Hetzen und zur Stimmungsmache und zur Spaltung der Partei genutzt. Sie ist, so Adi Riegel, immer noch schlimmer als ein mittelalterlicher Pranger, denn im Mittelalter wurde man nur nach rechtskräftiger Verurteilung an diesen gestellt. Auf Facebook werden einfach durch irgendwelche selbstgerechte Parteifreunde Dinge in den Raum gestellt. Ich habe gehört, er hat gesagt und erzählt sich oder ganz banal Beleidigungen ausgesprochen. Fassungslos, so immer noch Harede, muss man dann zusehen, wie diese Dinge wertneutral aufgenommen und einfach weiter diskutiert, geliked und akzeptiert werden. Dies genügt, um angesehene und bescholtene Bürger
und engagierte Mitglieder unserer Partei zu beschimpfen und zu demontieren oder lächerlich zu machen. Soweit hat Riegel in seiner Mail vom 8. Februar dieses Jahres, die den Arbeitskontext des amtierenden Landesvorstands bis heute leider zutreffend beschreibt. Ich bin aber nach wie vor davon überzeugt, dass es sich um eine überschaubare Minderheit handelt, die fortwährend und krawallbereit einfach missachtet, was von uns längst in überwältigender Mehrheit beschlossen wurde. Unsere sehr guten politischen Leitlinien zum Beispiel, die bei der finalen Abstimmung eine Zustimmung von nicht weniger als 92,6% der abgegebenen Stimmen erfahren. Dass wir uns selbstverständlich nicht um heikle politische Fragen drücken dürfen, aber stets und unbedingt sachbezogen und auf gar keinen Fall hetzerische Stellung nehmen, äußerte sich zum Beispiel einer der Wortführer der gegen mich gestellten Abwahlanträge am Abend des Fußball-Weltmeisterschafts-Halbfinals folgendermaßen: Erst Brasilien abgeschossen und dann auch noch dieses faschistische Islamistenpack. Was für eine großartige Nacht. Er ergänzte dann geschmackloserweise noch, man solle ihm bloß nicht die Ohren vollheulen, weil bei den Angriffen auf Frauen und Kinder aus dem Krieg gekommen sei. Liebe Parteifreunde, wer den Tod von Menschen bejubelt, wie den Sieg in einem Fußballspiel, verstößt gegen den christlichen Wertekonsens, dem zumindest ich mich verpflichtet fühle, und ich bin überzeugt, die Mehrheit der Mitglieder der AfD. Der Landesvorstand hat die zitierte Äußerung daher gerügt. Der Betroffene hat dagegen polemischen Einspruch erhoben beim Landesschiedsgericht, dass diesem Einspruch mit folgender Begründung zurückwies. Die gerügte Äußerung ist mit einem gepflegten und respektvollen Umgangsstil und der Forderung nach Seriosität und Integrität eines Parteimitglieds der AfD nicht vereinbar. Auch wenn im politischen Meinungskampf die Meinungsfreiheit eine besondere Ausprägung erfährt und hohe Toleranz erfordert, hat sich jedes Parteimitglied den Grundsätzen und der Ordnung der Partei zu unterwerfen. Dies gilt in der innerparteilichen Diskussion und erst recht bei Meinungsäußerungen in der Öffentlichkeit oder in vermeintlich internen Diskussionsformen. Zitat Ende. Ich erwähne diesen Vorgang, weil er beispielhaft für andere ist. Er ist aber vor allem ein Symptom für ein viel schwerwiegenderes Problem. Es gibt in unserer Partei leider eine kleine, aber sehr lautstarke Gruppe von Mitgliedern, die mit den mehrheitlich verabschiedeten politischen Leitlinien partout nicht einverstanden sind und daher die auf ihnen basierende politische Haltung sowohl der Blockes als auch des amtierenden Landesvorstands ablehnen, ja bekämpfen. Ich bin mir ganz sicher, von unserem heutigen Landesparteitag wird das klare Signal ausgehen, dass der hessische Landesverband mit großer Mehrheit hinter Bernd Blockes Politik steht, die ich aus ganzer Überzeugung unterstütze. Nun möchte ich auch ich noch begrüßen Bernd Blocke selbst, den ich gerade erwähnte, Bernd Kölmel als Mitglied des Europäischen Parlaments und Kollegen aus Baden-Württemberg und Jochen Segels, den bayerischen Landesschatzmeister. Wir haben Bernd Kölmel und Jochen Segels eingeladen, damit sie heute die Versammlungsleitung übernehmen können. Und damit das möglich ist, müssen wir als Versammlung unsere Gäste aber zunächst mal als zu unserer Versammlung zugehörig erklären. Und ich würde Sie jetzt bitten, Ihre Stimmkarten herauszusuchen, damit wir darüber abstimmen können, ob wir das machen wollen, was ich Ihnen jetzt mal vorgeschlagen habe, gerne unsere Gäste zu unserer Versammlung zugehörig zu erklären. Und jetzt hören wir noch mal ein paar Schulden. Solange das andauert, können wir natürlich unsere Abstimmung weiter.
So, dann frage ich, wer ist dafür, dass wir unsere Gäste, und zwar alle unsere Gäste, als zu unserer Versammlung zugehörig? Erklärt. Vielen Dank, wer ist dagegen? Das ist mit überwältigender Mehrheit alle. Vielen Dank. Ich möchte sodann einen Vorschlag zur Änderung unserer Tagesordnung machen. Ich möchte vorschlagen, dass die Tagesordnungspunkte 6 bis 9 vorgezogen werden. Und zwar vorgezogen werden auf die Position 3 folgen. Das heißt, wir wählen zunächst das Tagespräsidium. Das ist mir auch ganz angenehm, weil ich dann von der weiteren Führung dieser Leitung dieser Versammlung auch entlastet bin. Wir wählen zunächst ein Tagespräsidium und gehen dann in der Tagesordnung, so wie sie ansonsten aufgestellt ist, weiter. Ich stelle auch das zur Abstimmung. Wer ist dafür, dass wir die Tagesordnungspunkte 6, 7, 8 und 9 an die Stelle 3, 4, 5 und 6 stellen? Bitte um Handzeichen. Auch hier die Gegenprobe, wer ist dagegen? Ist niemand dagegen. Damit ist dieser Vorschlag, dieser Antrag, wenn Sie so wollen, einstimmig. Dann darf ich feststellen, dass dieser Parteitag ordnungsgemäß einberufen wurde. Und da wir kein Quorum mehr haben, das haben wir abgeschafft, sind wir auch beschlussfähig. Und wir können somit übergehen zur Wahl des Parteitagspräsidiums. Und ich schlage vor, als Versammlungsleiter Bernd Köln, Jochen Seckitz und Alexander Sauer. Gibt es andere Vorschläge, dann bitte ich Sie, ans Mikrofon zu treten und weitere Vorschläge zu machen. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann können wir über diesen Vorschlag abstimmen. Wer ist dafür, dass Herr Köln, Jochen Seckitz und Alexander Sauer die Versammlungsleiter übernehmen? Wer ist dagegen? Bei 3 Gegenstimmen angenommen. Vielen Dank. Dann gebe ich die Leitung dieser Versammlung jetzt ab an die gewählten Versammlungsleiter.